Hallo, liebe Angelfreunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Unboxing und Gewinnen, unsere Tackle-Rubrik bei Big Fish Media, in der wir in jeder Folge Ruten, Rollen, Köder, aber auch sonstiges Gerät rund ums Angeln vorstellen, mit dem ihr entweder besser fangen oder komfortabler angeln könnt. Und am Ende jeder Folge wird das vorgestellte Teil dann auch für euch verlost. Das heißt, wir reißen es uns nicht unter den Nagel, sondern einer von euch kann es am Ende der Folge dann gewinnen. Und ich sage auch in jeder Folge was zum Gewinner des Preises vom letzten Mal. Gewinner des Preises vom letzten Mal, aber jetzt noch nicht, sondern erst am Ende von diesem Video. Jetzt geht es um das Produkt für diese Folge und ich habe es hier. Und zwar ist das ein robustes Outdoor-Smartphone, genauer gesagt das S80 oder S80 von Oskal. Warum Outdoor-Smartphone beim Angeln? Das werden sich wahrscheinlich viele fragen. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, eigentlich hat jeder heutzutage ein Smartphone dabei beim Angeln, um zu fotografieren, um zu filmen oder ganz einfach, um erreichbar zu sein am Wasser. Denn das ist ja auch sehr wichtig mittlerweile heute. Und ein normales Smartphone würde es natürlich auch tun, aber Outdoor, besondere Bedingungen. Und deshalb sind diese Outdoor-Smartphones für uns Angler besonders geeignet. Ich kann mich noch an ein Erlebnis erinnern, das ist schon einige Jahre zurück. Hatte ich mein Handy hier in der Tasche, war gerade ein Fisch am Abhaken, das Handy fällt mir aus der Tasche ins Wasser rein, Handy kaputt, nicht wasserdicht. Und deshalb finden wir, dass solche Outdoor-Smartphones, die wirklich wasserdicht, stoßsicher sind, die kann man hinwerfen, deshalb sind die wirklich für uns Angler sehr gut geeignet. Und wir haben heute, ich habe es gesagt, das S80 von Oskal dabei. Das zeichnet sich natürlich durch seine Outdoor-Fähigkeit aus, aber auch dadurch, dass es eine extrem lange Akkulaufzeit hat und sehr schnell aufzuladen ist. Die Details dazu erzähle ich euch aber jetzt erst, nachdem wir euch mal ein paar Szenen von dem S80 beim Angeln im Praxiseinsatz gezeigt haben. Viel Spaß dabei und dann gibt es die Key Features zu dem S80. So, jetzt habt ihr das Oskal S80 oder S80 mal so ein bisschen im Praxiseinsatz gesehen. Ihr konntet es sehen, ich habe es ins Wasser geworfen oder fallen lassen und ich habe es rausgeholt, es hat funktioniert. Ich habe es auf den Boden geschmissen, es hat funktioniert und ich bin einmal drüber gelaufen und es hat funktioniert. Also das Ding kann hier schon eine Menge ab, das Oskal S80. Perfekt für den Angeleinsatz geeignet, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass wenn es mal nass wird oder mal irgendwas passiert, dass es euch runterfällt, dass das Ding hier den Geist aufgibt. Und ich habe es schon gesagt am Anfang von dem Video, dass dieses Handy vom Hersteller angegeben ist mit einer sehr langen Akkulaufzeit und mit einer schnellen Ladezeit. Und jetzt muss ich mal ganz kurz in den Spezifikationen nachgucken, weil das kann ich mir nicht alles merken und euch auswendig aufzählen, die ganzen Features, die das Ding hier hat. Jetzt muss ich das einmal so ein bisschen suchen.
Und zwar das S80, ich habe es gesagt, ist mit einem extrem starken Akku versehen, 13.000 mAh, was laut Hersteller 1.152 Stunden Standby-Time bedeutet. Also da könnt ihr das Teil lange dabei haben, auch auf einem mehrtägigen Angeltrip, und werdet immer Saft haben. Und der zweite Aspekt ist, dass das Gerät hier sehr schnell aufzuladen ist. Und der Hersteller hat hier angegeben, um die 13.000 mAh Batterie aufzuladen, braucht es gerade mal 3 Stunden und 20 Minuten. Das finde ich ist auch ein guter Wert. Noch ein paar weitere Ausstattungsmerkmale. Es gibt so viele, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber hier die wichtigsten. Ihr könnt das Ding hier praktisch auch, ja, Reverse nutzen und damit ein anderes Gerät dann wieder aufladen, so ähnlich wie eine Powerbank oder so, das geht. Dann ist das Ding hier IP68 und IP69K zertifiziert, also Militärstandard, sehr robust nach den neuesten Standards. Ihr habt es gesehen, es kann ins Wasser fallen, man kann drauf treten, da kann nichts passieren. Also wirklich sehr robust, und jetzt ist mir wieder die Anzeige weggegangen, aber ich kriege es hin. NFC ist möglich, das heißt mobiles Payment, wenn ihr was einkaufen möchtet. Und natürlich für uns Angler auch besonders wichtig. Wir filmen ja und wir fotografieren ja, deshalb auch die Kamera-Ausstattung immer recht wichtig. Das hier ist eine 12-Megapixel Sony-Kamera verbaut und mit einer 8-Megapixel-Makro-Funktion. Und es gibt einen Porträtmodus, mit dem ihr praktisch so schöne Porträtmodus Bilder erstellen könnt mit unscharfem Hintergrund. Sieht immer gut aus. Man kann das Handy hier sogar mit Handschuhen benutzen, wenn es kalt ist im Winter. Auch ein Vorteil, müsst ihr die Handschuhe nicht ausziehen. 6 GB RAM kann noch um 4 GB gesteigert werden. Und Dual-Card-Slots hat das Ding auch noch. Also wirklich, es ist richtig gut ausgestattet. Wir blenden natürlich den Link hier zu dem S80 nochmal in der Videobeschreibung ein. Unten in der Infobox, da könnt ihr euch weitere Infos holen. Da gibt es auch den Produktlink, wo ihr dieses Handy, wenn ihr euch nicht aufs Gewinnspiel verlassen wollt, sondern es auf jeden Fall haben wollt. Es hat nämlich einen wirklich günstigen Preis für ein Outdoor-Smartphone. Also viel Qualität, viel Technik zum günstigen Preis. Wir verlinken unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Alle Features, wie gesagt, konnte ich nicht aufzählen hier in der kurzen Zeit. Aber ich hoffe, dass ich das meiste habe sagen können. Und bevor es jetzt an die Gewinnfrage geht hier für das S80, S80 von Oskar, muss ich natürlich noch was zum Gewinner des Preises vom letzten Mal sagen. Ganz fix zum Gewinner des Preises des Produkts vom letzten Mal. Wie ihr es von uns gewöhnt seid bei Big Fish Media mittlerweile, wir können die Unboxing- und Gewinnfolgen nicht nacheinander produzieren, beziehungsweise wir wissen die Reihenfolge noch nicht, wenn wir produzieren. Deshalb kann ich den Gewinner des Preises vom letzten Mal jetzt nicht mündlich nennen, aber ihr findet ihn auch hier unten in der Videobeschreibung. Da steht das Produkt und der Gewinnername. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, bitte E-Mail schreiben an bigfishmedia@web.de. Adresse dabei packen, Screenshot vom YouTube- bzw. Google-Account, kurze Info, bei welchem Video du gewonnen hast. Und dann sorgen wir dafür, dass du den Preis zugeschickt bekommst. So, und jetzt, tadam, Gewinnfrage für das Oskar S80 hier. Wer ein gutes, robustes Smartphone, Outdoor-Smartphone benötigt, muss jetzt mitmachen. Und zwar lautet die Gewinnfrage: Wie lange ist die Standby-Zeit von dem S80, S80 von Oskar hier? Ich habe es im Video gesagt, es sollte also kein großes Problem sein, die Frage zu beantworten. Also Standby-Zeit von diesem Handy hier. Bitte richtige Lösung, wie immer, hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Und dann wird es einen glücklichen Gewinner geben, der hier mit diesem tollen Outdoor-Smartphone demnächst ans Wasser gehen kann. Und da kann mit der Technik nichts passieren, denn die ist wirklich robust hier. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Gewinnspiel. Natürlich viel Petri Heil, wenn ihr am Wasser seid. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.